So, hallo alle zusammen. Heute starten wir mal mit der neuen LEGO Jurassic World Trading Card Game Serie 1. Die Firma Blue Ocean hat eine neue Trading Card Game Serie von Jurassic World rausgebracht. Das finde ich richtig cool. Und die Firma hat mich auch gefragt, ob ich dazu halt ein Unboxing-Video machen möchte. Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich meine, Dinos gehen immer und ich freue mich mega auf dieses Unboxing. Und alle Produkte hier in dem Video hat mir auch die Firma Blue Ocean kostenlos für dieses Video hier zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank auf jeden Fall dafür. Und in dem heutigen Video öffnen wir jetzt mal das Starterpack, hier hinten ein Blister und noch ein Multipack, um schon mal so einen kleinen Einblick eben in die Serie zu bekommen. Dann öffnen wir in einem nächsten Video dann halt noch hier hinten das Display und ich zeige euch noch alle limitierten Karten und ein Mappen-Update versuche ich dann auch noch zu machen. Gut, und dann beginnen wir auch gleich mal hier mit dem Starterpack. Das Starterpack ist eigentlich so aufgebaut wie die anderen Starterpacks von den anderen LEGO Trading Card Game Serien, eben von Blue Ocean. Es kostet auch wieder 8,99 € und dafür bekommt man zum einen eine limitierte Goldkarte, die LE1 von Blue, die es dann halt auch bloß in diesem Starterpack gibt. Zudem bekommt man dann auch gleich noch einen Booster mit 5 Karten, dann bekommt man natürlich den Sammelkartenordner, ist ja ganz klar. Die Kartengalerie ist mit dabei, Spielregeln und Tipps und noch eine Super XXL Folienkarte vom Ultra T-Rex. Die sieht auch schon ziemlich cool aus, die sieht man hier einmal abgedruckt und hier hinten ist er auch schon dann hier eben mit dabei. Und zudem gibt es noch 2 Spielpläne und wir holen jetzt mal alles hier aus dem Starterpack raus. So, und hier haben wir dann mal den kompletten Inhalt, hier hinten halt den Sammelordner, der ist nochmal separat verpackt mit den Karten, hier drüben noch die Spielregeln und die Spielfelder und hier unten halt noch das Deckblatt und die Kartengalerie, die möchte ich euch mal als erstes zeigen, bevor ich die gleich in den Ordner stecke. Schauen wir uns erstmal hier kurz das Deckblatt an mit dem T-Rex hier hinten und den 4 Raptoren hier vorne. Und hier auf der Rückseite ist ja die Checkliste, zumindest schon mal die erste Hälfte. Und hier sieht man halt alle Karten, die es gibt. Und hinten, hinter den Karten sind dann auch immer so Sterne. Und hier unten zeigt es dann an, was es mit den Sternen auf sich hat. Also ein Stern ist dann Neon, 2 Holo, 3 Mega und 4 Ultra. Und zudem sieht man hier auch, dass der Ultra Indominus Rex der stärkste Dino ist. Und Ultra Blue hier unten ist halt der schnellste Raptor. Und hier unten sieht man auch noch die Megakarten. Die Rückseite von dem Sammelordner sieht dann mal so aus, auch wieder mit dem T-Rex und hier mit einem Raptor. Und hier sind dann auch, oder hier geht halt die Checkliste dann weiter mit den Menschenkarten. Da gibt es noch Aktionskarten und Feindkarten. Puzzle wird es auch wieder geben, also 3 Stück, so wie es aussieht. Und hier unten noch die limitierten Karten, die werde ich euch nochmal in einem extra Video zeigen. Okay, ich habe das Deckblatt und die Checklisten halt jetzt mal in den Ordner hier reingesteckt. So sieht der dann aus. Und das Material von dem Ordner ist eigentlich das gleiche, wie man auch schon von Ninjago und so weiter von Blue Ocean eben kennt. Also auf jeden Fall ein guter Sammelordner. Dann haben wir hier drüben noch die Kartengalerie und die Spielpläne. Die schauen wir uns mal als nächstes an. So, und hier haben wir dann mal kurz die Kartengalerie auf einem riesigen Poster. Insgesamt wird es ja 202 Karten geben und ihr habt ja schon gesehen, es wird auch wieder Neon-Karten geben. Das finde ich ziemlich cool, weil ich die damals bei Ninjago schon immer ganz schick fand. Zudem sieht man halt unten noch die Puzzle und die limitierten Karten. Und auf der Rückseite hier von der Kartengalerie ist dann noch oder sind dann noch die Spielregeln. Die findet man aber auch teilweise in den Boostern dann in einer kleinen Variante. Aber dieses Sammelkartenspiel spielt sich eigentlich genauso wie die anderen, zum Beispiel von Ninjago. Die sind dann miteinander auch kompatibel. Gut, dann haben wir hier noch die beiden Spielpläne. Auf dieser Seite haben wir dieses kleine Spielfeld. Und auf der Rückseite ist es dann ein bisschen größer. Das sieht dann so aus. Gut, und damit kommen wir jetzt zu den Karten, die dann noch dem Starterpack beilagen. Und wir starten hier mal mit der limitierten Karte, die LE1 von Blue. Diese Karte findet ihr dann halt bloß in diesem Starterpack. Und das Design der Karten finde ich richtig gelungen. Hier auch wieder mit dem goldenen Rand. Ich finde, es passt ganz gut zu den limitierten Karten. Das macht so einen hochwertigen Eindruck. Ein bisschen was Edles auf jeden Fall. Dann haben wir hier halt das Design von Blue mit dem blauen Streifen hier über dem Auge, der dann auch über den Körper eben weitergeführt wird. Und im Hintergrund sieht man auch noch so ein paar Dinosaurier-Schuppen, sage ich mal, oder so eine Dinosaurier-Haut, die vielleicht auch ein bisschen eingekratzt ist. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Eine coole limitierte Karte mit dem höchsten Wert hier oben im Tempo 118. Dann haben wir ja noch die XXL-Karte von Ultra T-Rex und die sieht halt auch extrem cool aus. Hier der T-Rex mit aufgerissenem Mund. Hier unten noch dieses Zeichen, was es damit auf sich hat, werden wir wahrscheinlich noch erfahren. Das sieht halt so aus wie der Fußabdruck. Entweder von dem T-Rex oder von dem Mech-Dino, den es ja mal in dem Doppelpack gab, wo der T-Rex und eben noch der Dino-Mech mit dabei war. Die Karte hier ist auch sehr, sehr stark für eine Ultra-Karte. 120 hier im Power, in der Power und 110
im Angriff ist schon mal gar nicht so schlecht. Und das hier ist halt die XXL Karte 1. Das sieht man hier unten nochmal. Auf jeden Fall auch ein cooles Design. Hier hinten sieht so aus, als wenn hier gerade der Vulkan ausbricht. Also eine coole Karte, die halt auch hier in dem Starterpack mit dabei ist. Und dann haben wir ja noch ein Booster. Das schauen wir uns natürlich auch nochmal an. Hier haben wir den Blue vorne drauf. So sieht das Design aus. Gefällt mir ganz gut auf jeden Fall. Von hinten sieht das Ganze dann so aus. Also 202 Karten gibt es ja zum Sammeln. Hier sind dann die Standardkarten und die Spezialkarten. Und 5 Sammelkarten sind halt in einem Booster drin. Kennt man ja auch schon. Das Design der Booster ist hier auch wieder aus Papier. Das finde ich auch richtig gut. Also ist nicht mehr aus Plastik, wie es halt früher war. Und jetzt öffnen wir mal das Booster und schauen mal, welche Karten wir hier drin haben. So, von hinten sehen die Karten dann mal so aus. Also ja, eigentlich recht schlicht mit dem Lego-Zeichen, dem Jurassic World-Zeichen und hier dem gelb-schwarzen Rand. Und hier sind auch schon so ein paar Kratzspuren. Das könnte vielleicht von dem Indominus Rex gewesen sein. Hier unten sieht man halt noch 2021. Und jetzt schauen wir uns mal die Karten an. Und es geht gleich los mit der Karte Nummer 1. Richtig cool. Das ist der T-Rex. Das ist halt die Standardkarte. Ja, mit dem T-Rex abgebildet und halt auch der Name T-Rex. Schauen wir mal weiter. Weiter geht's hier mit Owen Grady. Das ist jetzt eine Menschenkarte. Also das sind wahrscheinlich dann die Aktionskarten in der Welt von Jurassic World. Also Aktion heißt es ja dann meistens bei Ninjago und so weiter. Dann haben wir hier schon eine Karte Velociraptor Ausbruch. Also die sieht schon mal sehr, sehr cool aus. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, was das für eine Spezialkarte ist. Das ist wahrscheinlich eine Holofolienkarte. Von denen gibt es 23 Stück. Es gibt noch 16 Neonkarten, 9 Megakarten und 10 Ultrakarten. Also eine Ultrakarte ist es ja nicht, sonst wird ja Ultra draufstehen. Aber das sieht schon mal ziemlich cool aus. Ein schöner Effekt, gefällt mir schon mal sehr gut. Du kommst mal dahin. Eine Spezialkarte ist ja auch wieder garantiert in einem Booster. Dann haben wir hier noch einen Teil von dem Puzzle. Da sieht man Pteranodon. Und hier haben wir noch auf der Hut eine Aktionskarte. Ne, dann sind Aktionskarten noch Aktionskarten. Und die Menschenkarten sind dann vielleicht wie Fahrzeugkarten oder so. Gut, das war mal der Starterpack, aber wir machen gleich weiter hier mit dem Blister, damit wir halt noch ein paar weitere Booster öffnen können und so einen kleinen Einblick noch in die Serie bekommen. Das Blister kostet wieder 4,99 €. Wir bekommen 5 Booster mit 25 Karten und 5 Spezialkarten sind garantiert. Dann noch eine limitierte Goldkarte, die sieht man hier vorne schon mal. Das werde ich natürlich gleich alles auspacken, dann sehen wir das genauer. Es gibt insgesamt wieder 4 Blister. Hier hinten sieht man die limitierten Karten. Und auch der Blister ist wieder aus dem neuen Material, also auch wieder aus einem Papier oder aus der Pappe. Das ist auf jeden Fall für die Umwelt halt ganz gut. Und ich hole jetzt hier mal kurz alles raus und dann schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. So, und hier haben wir dann mal den kompletten Inhalt von dem Blister, beziehungsweise ich habe halt hier nochmal die limitierte Karte und die XXL-Karte aus dem Starterpack mit dazugestellt. Ich finde, das sieht im Hintergrund eigentlich ganz cool aus. Und hier haben wir jetzt die limitierte Karte eben aus dem Blister, LE14 mit Pteranodon vs. Indoraptor Limited Edition, also wieder so eine Doppelkarte. Oben eben der Flugsaurier, der Pteranodon und unten der Indoraptor, also dieses genmanipulierte Wesen, auf jeden Fall ein cooler Dino gewesen in Jurassic World, in dem zweiten Teil Fallen Kingdom. Auch eine coole Karte hier im Hintergrund, auch wieder mit den Dino-Schuppen, sieht ganz gut aus. Und der höchste Wert haben wir hier oben im Tempo mit 107. Im Angriff haben wir auch noch einen Wert von 100. So, und dann haben wir noch die 5 Booster. Es gibt insgesamt 4 Booster-Motive, einmal dieses hier. Dann das hier mit Blue, Triceratops ist noch mit dabei und der T-Rex. Und von dem Carnotaurus haben wir dann halt zweimal das Booster-Motiv mit drin. Und wir öffnen jetzt noch die Booster. Ich zeige euch hier hinten nochmal kurz die Verteilung, weil es gibt ja doch ein paar neue Karten, wie zum Beispiel die Menschenkarten. Die sind ja neu, die gab es ja früher noch nicht bei Ninjago oder so. Neonkarten gab es schon mal, Holofolienkarten auch, Megakarten auch und Ultrakarten, die gab es ja auch schon mal. So, jetzt schauen wir mal, vielleicht bekommen wir eine Ultrakarte raus und ja, mal schauen, was wir hier drin haben. Es geht einmal los mit dem Dilophosaurus, die Kartennummer 41. Dann haben wir Doppel-Dino-Angriff mit Blue und Delta. Sehr schön. Das hier müsste die limitierte Karte oder die Spezialfolienkarte sein. Die gebe ich mal nach hinten. Dann haben wir hier noch einen Teil von dem Puzzle mit so einem ACU Ranger. Hier haben wir den Würstchenverkäufer. Auch sehr cool. Eine Menschenkarte. Der gibt halt immer einen Bonus auf diese beiden Werte dann. Und dann haben wir hier noch einmal den Dilophosaurus Ausbruch. Sehr cool. Die Karte Nummer 44. Auch wieder eine Holofolienkarte. Sehr, sehr cool. So eine haben wir ja vorhin auch schon bekommen mit einem Raptor drauf. Was mit Blue? Nee. Aber auf jeden Fall war ein Raptor mit drauf. So, hier haben wir jetzt den Blue, die Kartennummer 9.
Sehr schön. Dann haben wir hier Danny Niedermeyer, der so ein bisschen aussieht wie der Typ aus, ja, aus Jurassic Park, der das, die DNA dann stehlen wollte. Dann haben wir hier die 195. Ich glaube, die hatten wir vorhin schon mit den Pteranodon. Hier haben wir noch Reed Fischig, eine Aktionskarte. Und die Spezialfolienkarte ist wieder eine Holofolienkarte vom Carnotaurus-Ausbruch. Sehr cool. Ich mag den Hintergrundeffekt, dieses, ja, glitzerige. Sehr schön, du kommst noch damit dazu. Weiter geht's hier mit dem Triceratops. Und hier haben wir gleich mal ein Puzzleteil mit der 119. Da vorne sieht man mal die Claire. Dann haben wir hier virtuelle Realität, eine Aktionskarte. Dann haben wir hier noch Charlie Ausbruch, auch wieder eine, ja, Holofolienkarte. Sehr coole Motive auf jeden Fall. Gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Dann haben wir hier Aktion Velociraptor oder Action Velociraptor, die 58. Und sehr cool, noch eine Neon-Karte. Also hier hatten wir jetzt eine Spezialfolienkarte, also eine Holofolienkarte und noch eine Neon-Karte drin. Und das ist Hungrige Delta. Sehr, sehr cool. Die haben jetzt halt keinen Glitzereffekt, aber sie haben halt im Hintergrund diese Neonfarben und hier hat man noch diese ganzen, ja, DNA-Stränge. Sehr schön, du kommst dahin. Weiter geht's mit dem nächsten Booster. Da haben wir den Blue nochmal drauf. Und hier geht es los mit Velociraptor, der Kartennummer 57. Das ist der Velociraptor aus dem Jurassic Park Set, das es mal von Lego gab. Ich glaube, der hat jetzt auch gar keinen speziellen Namen. Dann haben wir hier Baby Charlie, sehr cool. Die Baby Raptoren sind dann auch noch mit als Karte dabei. Das ist die Spezialfolienkarte, die machen wir mal hinten hin. Hier haben wir noch ein Puzzleteil mit der 183. Dann haben wir hier nochmal Dennis Nedry. Eine Menschkarte, sehr cool. Hier hat er als Zubehör einen Becher von Jurassic Park, richtig cool. Den könnten wir gerne auch mal in der Lego-Form bekommen. Und weiter geht's dann hier mit Indoraptor-Ausbruch, sehr cool. Also auch wieder, ja, eine Holofolienkarte mit dem Indoraptor, sehr schön. Und damit kommen wir zum letzten Booster, das ist ein bisschen dicker. Ich glaube, hier sind dann nochmal die Spielregeln drin. Die könnten wir uns dann auch gleich nochmal anschauen. Die sehen nämlich so aus. Dann können wir da mal kurz reinschauen. Kartentypen, Aktionskarten, Basisspiel. Hier sieht man jetzt nochmal die Werte, also Tempowert, Angriffswert. Der Name ganz klar, Powerwert, hier unten die Kartennummer und der Abwehrwert, also alles wie gehabt bei den Trading Cards. Bei Ninjago ist ja auch Tempo, Angriff, Abwehr und Power, also die sind dann auch kompatibel. Dann haben wir hier halt das Basisspiel, Startphase, Duellphase, die Endphase und hier hinten haben wir noch das Profispiel, Puzzlekarten, Aktionskarten, Fallenkarten und ja nochmal das Deckblatt. Okay, also das ist dann auch ab und an mal in einem Booster mit dabei und als große Spielregeln hat man es ja in dem Starterpack. Dann haben wir hier jetzt nochmal eine Neonkarte von Hungriger Carnotaurus. Sehr schön. Perfekt. Dann haben wir Doppel-Dino-Angriff, Ankylosaurus und Triceratops. Sehr schön, die beiden Pflanzenfresser-Dinos mit dem Ankylosaurus hier vorne und dem Triceratops eben hinten. Sehr schön, wir bekommen noch eine Ultra-Karte, richtig cool, von Echo mit der Kartennummer 24, also einer von den vier Raptoren, die dann der Owen Grady eben bei Jurassic World trainiert hat. Richtig cool. Ich mag dieses eher schlichte Design von den Ultra-Karten. Das gefällt mir richtig gut. Hier unten hat man auch wieder diesen Fußabdruck. Mal schauen, auf den anderen Karten haben wir das jetzt noch nicht. Ist wahrscheinlich dann nur bei den Ultra-Karten drauf. Das werden wir mal schauen. Wir öffnen ja gleich noch das Multipack. Dann sehen wir noch ein paar Karten. Hier geht es dann weiter mit Gefallenes Eis, eine Aktionskarte und noch ein Puzzleteil. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit dem Multipack. Da sind ja auch nochmal 5 Booster drin und eine limitierte Karte. Das ist alles für 4,99 €. Als limitierte Karte haben wir die LE7 Stigimoloch. Und dann haben wir hier eben noch die Booster. Also es ist eigentlich auch aufgebaut wie die Multipacks halt von Ninjago. Ich hole hier mal kurz alles aus der Folie raus und dann schauen wir uns das auch mal ein bisschen genauer an. So, okay, dann schauen wir uns hier den Inhalt auch mal ein bisschen genauer an. Als limitierte Karte, das haben wir ja schon gesehen, ist hier die LE7 mit dabei vom Stigimoloch, von dem Pflanzenfresser-Dino. Auch ein tolles Motiv. Also ich mag das eher schlichte Motiv hier von den Karten und mit dem goldenen Rand. Das sieht halt bei den limitierten Karten einfach toll aus. Der Stigimoloch hat einen Tempowert von 110 und einen Abwehrwert von 103. Also eine tolle Karte. Von den Multipacks wird es auch wieder 4 verschiedene
Multipacks geben, eben mit 4 verschiedenen limitierten Karten. Und hier haben wir dann auch nochmal die Booster, also 4-mal das gleiche, oder 4, die 4 Booster-Motive plus von Blue haben wir halt 1 doppelt. Und mit dem ersten von Blue werden wir jetzt auch mal anfangen. So, hier geht es los mit Doppel-Dino-Angriff, Indoraptor und T-Rex. Sehr cool, 2 coole Dinos. Also ich meine, der T-Rex finde ich persönlich immer noch den coolsten Dino. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher euer Lieblingsdino ist. Also von den Fleischfressern ist es auf jeden Fall hier der T-Rex. Und ich glaube, von den Pflanzenfressern würde ich vielleicht den Triceratops nehmen. Den finde ich echt ziemlich cool. Dann haben wir hier noch Baby Dilophosaurus. Auch cool, auch eigentlich ein cooler Dino, der dann so... ja, Gift verspritzt oder so eine klebrige, ja, Flüssigkeit, das ist ja nicht so ein klebriges Zeug verspritzt. Dann haben wir hier den Allosaurus, auch sehr cool, Allosaurus Ausbruch, also auch wieder eine von den Holofonien-Karten. Ich mag einfach das Design der Karten. Ihr könnt mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Serie findet und auch wie euch hier dieses Design eben der Karten gefällt. Hier zum Beispiel die Holofonien-Karten. Dann haben wir hier noch die eine Aktionskarte auf der Hut mit den ACU Rangers und hier sehr cooles Motiv. Das ist wahrscheinlich so ein Mittelteil von einem Puzzle, die 198 mit dem T-Rex. Cool, weiter geht's hier mit dem nächsten Booster. Und mit der nächsten Doppel-Dino-Angriffkarte von Carnotaurus und dem Pteranodon. Dann haben wir hier Gallimimus, auch eigentlich ein cooler Dino, cooler Pflanzenfresser-Dino. Dann haben wir hier T-Rex-Ausbruch, die nächste Holofolien-Karte, sehr cool. Ja, sieht schon toll aus. Dann haben wir hier Roar, eine Fallenkarte. Und noch Franklin Webb, ein Match, der halt dann wieder so einen Bonus gibt auf diese beiden Werte. So, nächstes Booster mit dem T-Rex vorne drauf. Da haben wir jetzt Echo, die Kartennummer 21. Dann haben wir eine neue oder eine nächste Neon-Karte, wütender Stigimoloch. Das passt ja hier zu der limitierten Karte, da war ja auch der Stigimoloch drin. Und das hier sieht irgendwie so aus, als wenn man den Stigimoloch hier durch ein Fernglas betrachtet, also mit so einer Nachtsichtoptik irgendwie. Also hier guckt man halt dann durch und dann sieht man hier den Stigimoloch, wie er natürlich wütend ist, wie es hier auch schon steht. Dann haben wir hier Mega T-Rex, die erste Mega-Karte, richtig cool. Die gibt dann halt auch nochmal 20% plus auf alle Werte für jeden weiteren Mega-Dinosaurier im Park. Okay, also nur auf die Mega, auf die anderen Mega-Karten halt. Aber hier Mega T-Rex, die erste Mega-Karte, auch wieder mit dem Glitzereffekt im Hintergrund und der T-Rex, der hier gerade durch das Gehege ausbricht. Richtig cool. Die erste Mega-Karte, ich gucke nochmal kurz, von denen gibt es 9 Stück. Also sind auch nicht so oft mit dabei. Dann haben wir virtuelle Realität, die hatten wir, glaube ich, vorhin schon. Und bis eine Fallenkarte. Sehr schön. Machen wir weiter mit dem nächsten Booster. Vielleicht bekommen wir noch eine Ultrakarte raus. So, hier haben wir die nächste Neonkarte von Hungriger Allosaurus. Sehr schön. Ich mag das, wie ja auch hier eigentlich das schlichte Design mit dem Dino hier groß abgebildet. Hier hinten noch die DNA-Stränge und halt der grüne Hintergrund. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir Doppel-Dino-Angriff, Stigimoloch und Triceratops. Dann haben wir Dino-Cowboy. Auch nicht schlecht, wie hier Owen auf dem Stigimoloch reitet. Eine Aktionskarte. Dann haben wir Lex Murphy, ein Mensch aus, ja, aus dem ersten Jurassic Park Film, wo Lex dann mit ihrem Bruder dann halt ja, zu Besuch waren und dann ging ja irgendwie alles schief. Und die nächste Megakarte, richtig cool, von Mega Echo, der gibt jetzt auch nochmal 20% auf eben alle Mega-Dinosaurier im Park. Das ist schon die zweite Megakarte und von denen gibt es ja bloß 9 in der kompletten Serie, also in den ganzen Karten. Und 2 schon mal hier in dem Blister, in dem Multipack mit drin gehabt zu haben, ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Öffnen wir noch das letzte Booster. Hier haben wir nochmal die Spielregeln, die haben wir uns gerade ja schon angeschaut. Dann haben wir hier Charlie mit der Kartennummer 17 als Basiskarte. Hier mal den Action Ankylosaurus, sehr schön. Dann, richtig cool, wir bekommen noch eine Ultrakarte, aber leider haben wir die vorhin auch schon rausbekommen. Ich hole die hier nochmal kurz dazu in den Blister, aber trotzdem egal. Ich finde, das war eine richtig gute Ausbeute hier in dem Multipack mit einer Ultra und 2 Megakarten. Dazu noch zwei Neon-Karten, also richtig gut auf jeden Fall. Und Ultra Echo, ja, eine coole Karte wieder hier mit dem Fußabdruck. Sehr schön. Dann haben wir Überraschung, eine Fallenkarte mit dem Dilophosaurus und hier eben Dennis Nedry oder Danny Niedermeyer. Und hier haben wir noch Dr. Ellie Settler, auch wieder ein Mensch dann
aus dem ersten Jurassic Park Film und ich glaube im dritten war sie auch nochmal dabei, Jurassic Park 3. Gut, und das war dann mal der erste Einblick in die neue Lego Jurassic World Trading Card Game Sammelserie 1 von der Firma Blue Ocean. Ich finde die Serie auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil ich bin halt ein Fan von Jurassic Park und Jurassic World. Ich mag die Filme sehr, sehr gerne. Ich habe mir die auch letztens erst wieder im Marathon angeschaut, also von Jurassic Park 1 bis Jurassic World 2 eben dann. Alle 5 Filme und ich freue mich auch schon auf den neuen Film jetzt auf Dominion. Mal schauen, wann der rauskommen wird. Und die Serie hier gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich mag die Kartendesigns, die Motive. Ich finde es cool, dass wir wieder Neon-Karten bekommen. Die Ultra-Karten sehen toll aus. Die Limis sehen auch klasse aus. Also ja, schreibt mir auch gerne mal eure Meinung zu der Sammelserie unten in die Kommentare und nochmal vielen Dank an die Firma Blue Ocean, dass ich das hier euch alles heute zeigen konnte. Und wie gesagt, demnächst kommt noch das Display-Unboxing. Ich zeige euch noch alle limitierten Karten und dann wird es noch ein Mappen-Update geben. Gut, und das war's dann mal soweit von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich auch noch kostenlos machen. Und dann hören wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Und ciao.